Hallo, da sind wir Hi. wieder. Der Alfred. Und die Betty von eurem Dachmobil. Nach, naja, wie soll ich sagen, ungefähr 48 Stunden hin und her. Und nee, wir fahren nicht, es regnet. Ich will aber fahren. Nein, es regnet, bleiben wir doch besser hier. Ich müsste auch zu Hause wieder was tun. Hat eine einzige Person, einzelne Person, dann doch gesagt, ich glaube, wir fahren doch. So nach dem Motto, 17 Uhr, ich komme jetzt nach Hause, wir fahren nicht. Aus nicht packen, dann hat doch ein sehr liebender Ehegatte schnell das Wohnmobil fahrbereit gemacht. Also bei uns ist auch nicht so viel, eigentlich nur Kühlschrank und Fotoequipment. Und dann sind wir kurz entschlossen für euch wieder unterwegs gewesen. Wo sind wir gelandet? Hat einer schon eine Ahnung? Seht ihr das? Wo sind wir gelandet? Wir stehen auf dem Wohnmobilstellplatz am Antoniushof in Ruhrberg am Ruhrsee. Hier gibt es viel zu sehen, eine wunderschöne Natur, ein altes, typisches Eifeldorf und, naja, hoffentlich nicht allzu viel Regen. Bleibt dran, dann werdet ihr sehen, ob es ein nasses oder ein sonniges Wochenende wird. Ciao. Ciao. So, noch die obligatorische Abendrunde, bevor es gleich gemütlich wieder zum WOMO geht. Gehe jetzt hier am Rand des Sees auf dem Wanderweg im Stauraum. Hier oben haben wir praktisch die Uferstraße von Ruhrberg und ich gehe hier unten am Wasser vorbei. Drüben sehen wir den Überlauf vom Obersee, der hier in den Untersee übergeht. Weil ihr müsst wissen, der Ruhrsee besteht aus mehreren Seen, die ineinander überlaufen. Und der letzte, das ist ja der Urstausee, an dem wir letztens waren, wo wir oben auf Vogelsang standen, habt bestimmt das Video auch gesehen. Und dieser See dient hier ausschließlich zu Trinkwasserzwecken. Auf diesen beiden Seen ist aber Wassersport möglich. Und hier haben wir auch gleich schon die ein oder andere Bootsanlegestelle. Es gibt auch einen Ausflugsschiffverkehr auf beiden Seen. Mal gucken, welche Bilder ich euch da noch einfangen kann. Und da hinten ist der Stellplatz. Und auch hier noch ein schöner Badesee, der kostenfrei genutzt werden kann, inklusive Anglern. Zu dem Stellplatz haben wir euch in gewohnter Art und Weise wieder ein separates Stellplatzvideo mit allen Details zum Platz aufgenommen. Schaut in unsere Playlist, es ist gleichzeitig online. Irgendwie will die Sonne nicht mehr richtig rauskommen. Ich als Sonnenuntergangsfreak übe mich noch ein wenig in Geduld, um wieder mal den perfekten Sonnenuntergang hier einzufangen. Ja. Bis hier habe ich es mir mit der Abendsonne zumindest schon mal geschafft. Der halbe Weg ist zurückgelegt. Vielleicht schaffe ich auch noch die andere Hälfte, euch in der Abendsonne zu zeigen. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da noch ein tolles Farbenspiel heute hinbekommen. Hi, ich habe ein schönes Plätzchen für den Abend gefunden. Mit der Abendsonne, es gibt zwar nichts mehr, aber es ist noch immer angenehm warm und ich genieße jetzt einfach mal hier die Aussicht auf den See und auf die tollen Wiesen. Die Vögel singen hier Allabendkonzert und ich mache an der Stelle für heute einfach mal Schluss. Schaut, wie schön es hier abends sein kann. Guten Morgen. Die Nacht hat es richtig heftig geregnet, sodass es mit dem Schlafen bei mir nicht ganz so toll war. Das klang echt, als wenn einer mit einem, ja, als wenn mein Kopf ein Trommelchen gewesen ist. Es schläft noch alles, wir haben kurz nach 7, aber was haben wir auch? Blauer Himmel. Und der Morgen ist richtig friedlich und ruhig hier. Mich zieht es runter zum See, um zu gucken, wie so die Morgenidylle hier aussieht. Kommt ihr mit? Parkplatz zum
Nationalparktor haben wir hier auch eine gute Übersichtskarte über den Ruhrsee mit den einzelnen Wanderwegen und Streckenpunkten. Also hier könnt ihr euch super orientieren. Wir haben hier noch ein nettes Kombi-Restaurant, wo du vom Döner bis zum wirklich leckeren Eis alles bekommen kannst. Ist auch sehr gut besucht immer und auch lange geöffnet. Was haben wir noch? Wir haben ein Fahrrad- und Kanuverleih im ehemaligen Polizeigebäude hier, wo ihr dann auch E-Bikes leihen könnt, Kanus, Subs und eventuell auch normale Räder euch ausleihen könnt, wenn ihr nichts mit habt, um den Tag hier zu verbringen. Hinten schiebt sich doch glatt wieder eine dunkle Wolkenfront ins Tal. Der blaue Himmel hier hat mir doch um einiges besser gefallen. Wettervorhersage ist eigentlich erst um 15 Uhr wieder Regen in Form eines Gewitters. Das war mein Morgenspaziergang. Einmal auf den See gucken, die Ruhe des Wassers genießen. Und jetzt geht es zurück zu Alfred, der leckere Brötchen gebacken hat. Ich hoffe, er hat mir noch etwas Kaffee übrig gelassen, weil das ist immer das gleiche Spiel. Entferne ich mich der Kanne, entferne ich mich auch der Möglichkeit, noch Kaffee zu bekommen. Also der hat schon 2 Tassen getrunken. Wenn es die dritte auch noch war, bleibt gleich noch eine halbe für mich übrig. Aber dann kann er 9 kochen. Das ist der Plan. Wir wollen heute etwas Fahrrad fahren. Ich weiß noch nicht, ob nach 1 Uhr oder nach Wolfelsbach. Ich denke mal, es wird keine lange Tour werden, weil Gewitter muss ich jetzt hier nicht haben. Wir machen dann mal keinen Plan für den Tag, was ja auch die Spannungsbogen aufrechterhält. Für euch wie auch für uns. Haben wir auch die eben angesprochenen Kanus, die ihr hier leihen könnt. Und ha, ist das die Wasserpolizei? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Hier haben wir noch das Nationalparktor mit seiner Ausstellung und einem wirklich schönen Shop. Den zeige ich euch später. Die Dame hat gerade aufgeschlossen, aber ich will sie nicht überfallen. Und A, B, habe ich kein Geld mit. Hier haben wir auch hinter dem Park, also einmal Abstellmöglichkeiten für Fahrrad und eine schöne Ruhezone mit einem netten Herrn, der dir Informationen erzählt. Einfach die Kurbel betätigen. Ich wollte heute noch frühstücken. Ha! Und dann könnt ihr euch hier die Geschichte. An manchen alten Bäumen kann ich Ihnen zeigen, welchen Wandel der Nationalpark mit sich gebracht hat und wie er auch mein Leben verändert hat. Sehen Sie, wie manche Bäume sind. Hier vorne haben wir das Naturfreibad, das kostenfrei genutzt werden kann. Ich kann nicht näher filmen, da sich doch gerade jemand umzieht. Und der hintere Teich bis zum Damm ist Angelzone. Angeln ist hier am Ruhrsee, ich glaube, das beliebteste Hobby. Auch gestern Abend viele Angler gesehen und die Nutzung des Freibads oder Schwimmbads, wie man es nennen soll, ist kostenfrei. Es gibt zu Saisonzeiten auch eine DLRG-Aufsicht. Es gibt hier wohl auch ein Imbissbütchen, wo man Krebs oder anderen Sachen noch essen kann. Aber ich habe noch nicht alles entdeckt, was es hier sonst noch geboten wird. Hinten auch noch ein Kinderspielplatz.
ein Nichtschwimmerbereich, in dem die Lütten planschen können. Und eine große Ruhewiese, die zum Spielen und Chillen einlädt. Im DLRG-Gebäude gibt es auch WCs, die auch von den Stellplatzbenutzern während der Öffnungszeiten gegen eine Gebühr von 50 Cent genutzt werden können, wenn offen ist. Allerdings weiß ich nicht, wann offen ist. Und direkt daneben gibt es noch die besprochene Imbissbude, die Crepe-Manufaktur, die, denke ich mal, an den Wochenenden geöffnet hat. Es gibt auch noch einen zweiten Rang. Also ich kann euch nicht sagen, was hier angeboten wird. Bevor ich was Falsches sage, sage ich mal lieber nichts. Wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Aber unser Hobby-Tüftler Alfred hat mir, weil ich ja immer so jammer, weil die GoPro hin und her wackelt, eine Halterung bestellt, nämlich diese Stange, damit ich die 360-Grad-Drehung nutzen kann. Okay, ich weiß nicht, ob jeder mich sehen möchte, aber ich möchte damit spielen. Und Alfred hat sein GoPro-Körbchen dran, wenn er mit Stativ filmt, dass er die Kamera auch mal aus der Hand legen kann. Okay, ich hatte erst ein Körbchen besorgt. Warte mal, ich mach mal eben aus. Ich hol das Körbchen mal. Er hat sich geweigert, das Körbchen mitzunehmen. Wo fahren wir? Na? Wo fahren wir? Wir fahren über den Damm, auf den Paulusdamm und fahren dann den Ruhruferradweg Richtung Schwammenaul hier unten auf der Seite vorbei, am Wilden Kameter vorbei und fahren auf der anderen Seite dann über Eschau und Woffelsbach zurück. Ist der Plan. Ob der funktioniert, weiß ich nicht. Da sind wir am Angeln. Da ein Bötchen, ja, ja. Und da hinten segelt einer. Wie sagt er? Das ist mein Frau. Künste meines Göttergarten hält die Halterung bombastisch. Auch auf Schotterpiste. Und so weiter und so fort. Es hält. Ich habe extra jeden Stein, jeden Hubbel, jedes Schlagloch mitgenommen. Wieso extra? Das machst du doch immer. Ja, verrat mich doch nicht. Ich mach mal hier aus, weil wir fahren ja hier immer die gleiche Sicht. Das wird sonst langweilig, aber wir müssen mal kurz den Ehealltag hier klären. Schnick! Jetzt hat die sich von alleine eingeschaltet. Über sieben Brücken musst du. Ich finde das geil mit den Mikros. Wieso? Du hast doch. Du kannst mir doch nicht immer in meine Gesingsang reinreden. Wie eben schon gesagt, das sind keine exotischen Vögel. Ich kann aber vor lauter Bremsen die Kamera nie ausschalten. Das ist meine Frau. Weil die Sprachsteuerung, die macht immer so komische Geräusche, der jetzt mit dem Quick Capture die Funktion ausmacht. Ja, ist das denn das Weiß, das ich das gesagt habe? Was? Erzählst du da hinten? Ich mache doch. Wir sind jetzt am Arsch. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sind jetzt am Parkplatz an der Ruhrtalsperre angekommen, an dem Wanderparkplatz. Wir sind jetzt hier am Kermeter. Hier am Parkplatz gibt es Informationsmaterial, das ihr euch mitnehmen könnt und Interessantes rund um den Kermeter zu lesen. So, wir stehen jetzt hier oben auf der Staumauer in Schwammenau. Hier haben wir die begrünte Staumauer, die unten übergeht in das Heimbacher Staubecken, das sich hier durch dieses Tal bis nach Heimberg durchschleust. Und hinter der Bergkuppe hier befindet sich dann auch unten Heimbach. Und hier befindet sich gerade der Regen, der auf uns fällt. So, wir gehen mal eben rüber ins Trockene. Du hast gesagt, das würde es hier in 3 Uhr regnen. Ja, hat Regenradar gesagt. Der Regenradar kann ja nicht sprechen. Aber ich kann gucken. Falsche Brille an. Na, ich hatte Sonnenbrille an. Deshalb habe ich auch nur Sonne gesehen. Nee, da stand, ich hatte Sonnenbrille an.
Rotkäppchen. Meine Frau, ich habe so eine Angst gehabt, dass der Schuh abgeht oder sonst was. Oder ich habe fallen lassen, weil ich habe die Schlinge noch nicht mal um das Handgelenk getan. Ich habe voll die Panik gekriegt. Das war Höhenangstbekämpfung. Was haben wir als nächstes? Immer noch Regen. Wir fahren mal weiter. Das gibt hier nichts, außer nasse Füße. Das ist der Schiffsanleger in Schwammenaul mit einem kleinen Yachthafen, Segelhafen. Und da hinten kommt auch schon eines der Ausflugsschiffe, von denen aus man hier entlang dem Obersee schöne Rundfahrten starten kann oder auch einfach nur inklusive seines Rads den nächsten Punkt anfahren kann, weil man vielleicht von Ruhrberg aus den Weg zurück zu Fuß laufen möchte oder mit seinem Rad einfach sagt, wie wir eben, es regnet so sehr, wir fahren mit dem Boot zurück, du kannst nämlich dein Rad mitnehmen, du kannst hier Etappenziele buchen, du kannst verschiedene Rundfahrten buchen, auch in Kombination mit der Weiterfahrt auf dem Obersee. Wir wollen jetzt mal weiter und die Zeit nutzen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Das ist die Ruhrseebahn, mit der ihr dann hier auch eine einstündige Ausflugsfahrt machen könnt. Fazit, da drin sitzt ihr auf jeden Fall trocken. Tadi, tada. Jetzt weiß ich auch, warum die alle so schmutzig waren, die hier eben, ich eben gesehen habe, die Leute, die mit dem Fahrrad gefahren sind. Da bin ich mal gespannt, wie wir das überstehen. Also ich kenne mich, ich sehe gleich genauso aus. Über sieben Pfützen musst du gehen. Deine Hose wird sauber nicht überstehen. Das wird die Schlammschlacht. Das wird die Schlammschlacht. Wer hätte das gedacht, dass es so viel geregnet hat? Hilf mir. Vorsicht, Kurve! Ich mach jetzt wilde Maus. Du bist eine wilde Maus. Einmal wilde Maus. Eine weitere Freizeitaktivität am Ruhrsee ist auch das Tauchen. Wie ich ja eben schon erklärt habe, gibt es hier das eine oder andere zu sehen oder nicht zu sehen. Also jetzt habe ich ein richtig sonniges Plätzchen erwischt, nachdem ich ja gestern eher in den Regenhimmel geschaut habe. Heute Morgen es geregnet hat, habe ich jetzt den Sonnenplatz gefunden. Ich mache jetzt ein Nickerchen, während ihr die Aussicht hier eigentlich genießen könnt. Hier ist es schön. Ich könnte auch schon schwimmen gehen. Nee, doch. Ich wäre nicht der Erste, der eine Unterwäsche oder nackelig da rein. Ist er ja wieder. Schon die ganze Zeit schon hier. Ich krieg uns beide nicht drauf. Mein Ärmchen ist zu kurz. Mein Ärmchen ist zu kurz. So, aber auch. Oi, oi. Ein Rieseneis. Genau. Machten wir mal ab, was der Alfred sich bestellt hat, nämlich. Ich habe ja nichts bestellt. Meine Frau hat das bestellt. Ja, nur dass du das essen wirst. Ich habe auch noch bezahlt, noch viel schlimmer. Ja, dann finde ich wiederum gut. Thank you.
Ihr könnt auch einiges an regionalen Produkten hier erwerben. Bekannt ist auch unter anderem der Monschauer Senf oder der Waldhonig hier aus der Gegend, sowie verschiedene Brände, Liköre und der Eifelgeist. Und im hinteren Bereich findet ihr vieles Interessantes zur Umgebung und zur Natur, die ihr hier vorfindet. Egal ob zur Pflanzen- oder zur Tierwelt. Während ich gerade im Nationalpark-Tor war, hat es kräftig geregnet. Es gab ein Gewitter. Und was kommt nach dem Gewitter? Die Sonne. Dann haben wir hier noch was ganz Besonderes, das Genießerwirtshaus. Allein von außen schon sehr ansprechend. Soll auch lecker da drin sein. Aber ich habe es selber noch nicht probiert. Etwas abseits der Hauptstraße, aber dafür mit jede Menge Eifelcharme, so wie wir das uns auch vorstellen, wie es in der Eifel aussieht. Bevor die letzten Tropfen sich da oben aus der schwarzen Wolke quetschen, fahren wir mal lieber zum Wohnmobil zurück. Und hier geht es auf den Stellplatz hoch. Fakt ist, dass es heute regnen sollte. Wir sind um den Rose gefahren. In Schwammelnau, da haben wir dann unfreiwillig eine Pause einlegen müssen von eine Stunde? Ja, fast eine Stunde. Allerdings nicht in Schwammenaul am Anleger, sondern ein Stückchen vorher auf dem Wanderparkplatz haben wir unterm Baum gestanden. Da hätte Kaffee in Schwammenaul. Ja, gut. Oder sonst was, aber wir haben unterm Baum gestanden, da gab es nichts. Eine Bank und einen Mülleimer. Ja, mich. Ich kann das auch. Ja. Und wenn wir dann kurz vor dem Stellplatz oder waren, dann fing es dann noch mal ein bisschen an zu fizzeln, aber... Nee, als wir in Woffelsbach waren, weil Alfred unbedingt noch Pommes essen wollte, haben wir dann gerade noch so bis nach Ruhrberg, bis Ortsrand Woffelsbach geschafft. Die Pommes haben wir nämlich extra auch nicht gefilmt. Ich bin das jetzt schuld, weil ich ein Eis gegessen habe. Und dann fing es an zu fizzeln und zu regnen. Ja. Aber trotzdem haben wir noch Glück gehabt mit dem Wetter. Insgesamt war es ein richtig schöner Tag und schön ruhig, richtig sonnig, tolle Kulisse. Wir sind, wie gesagt, einmal um den See gefahren und es war richtig schön. Für morgen wollen wir auch noch mal Rad fahren, dann Richtung Oleftalsperre. Nee, Olef, Quatsch, der ist ja gar nicht hier. Urftstauseemauer. Und ja, ich bin so eine Märchentante, ne? Und dann schauen wir mal. Hier haben wir die Verzweigung, wo der Obersee und der Urftalsee sich trennen oder zusammenfließen. Und wisst ihr, was ich am krassesten finde? Wir haben heute den 30. Juli und es sieht schon so ein bisschen nach Vorbote Herbst aus. Die Blätter fallen aufgrund der starken Dürre. Der Waldboden hat viele gelbe Blätter. Es ist schon richtig von der Stimmung her. Und wenn du auch das Wetter so siehst, leicht herbstlich. Ja, ich warte ab nächste Woche. Ja, dann haben wir warmen Herbst. Ja. Fahren wir mal weiter. Vielleicht finden wir ja noch den Sommer. Angriff! Komm, geh mal zurück. Angriff der Killergreise. Ich bin zu nah, geh mal zurück. Angriff der Killergreise. So ungefähr 3 Meter. Sei still, sonst kommst du hier in die Schlucht. Guck mal, das ist eine Seniorenbank. Und dann haben wir eine super Aufnahme, die dann... Setz dich, das ist eine Seniorenbank. Die haben sie extra frisch für dich dahingestellt. Guck mal, das Holz ist nämlich noch ganz neu. Das ist sauber. Schönen Tag noch. Ich glaube, wir brauchen noch was anderes neu. Steve, du brauchst noch was anderes neu. Wie komme ich denn jetzt hier runter, ohne zu rutschen? Du konntest ja 3 Meter zurückgehen, dass man eine super Aufnahme gehabt. Das ist jetzt mein Video. Du hast jetzt nicht in meinem Video rumzufuschen. Ich muss da jetzt gucken, ob ich da runterkomme.
erste Ziel unserer Fahrradtour heute Morgen ist die Urftalsperre. Von der aus man auch einen tollen Blick auf die Ordensburg Vogelsang hat, die genau gegenüber, nämlich dort oben liegt. Wer Näheres über die Ordensburg erfahren möchte, kann auch gerne unser Video Eifel Wohnmobil Stellplatz Vogelsang einmal reingucken. Dort habt ihr alles über die Umgebung oben direkt an der Ordensburg. Vor uns auch das kleine Ausflugslokal hier an der Staumauer. Dort könnt ihr Kuchen und kleine Snacks erwerben und auf der herrlichen Terrasse mit dem wunderbaren Ausblick eure Speisen und Getränke genießen. Es gibt aber auch einzelne Bänke, wo ihr mitgebrachtes essen könnt und ein Spielplatz für Kinder. Und nicht zu vergessen, öffentliche Toiletten. Ist nie verkehrt, wenn man weiß, wo man welche findet. Ich glaube, das letzte Mal hier war ein bisschen mehr Wasser drin. Viel mehr Wasser. Die ganzen Fische sind ja auch nicht zu sehen, die hier waren. Ich habe gedacht, du filmst nicht. Ich habe nämlich ein langes Gesicht gemacht. Ja, das ist so wie immer. Ja, weil ich gedacht habe, wieso habe ich die Jacke ausgezogen? Mir ist nämlich frisch. Ja, wir sind hier in Gmünd angekommen. Mal gucken, was das hier zu entdecken gibt. Ja, das ist ein Stein im Schuh. Ja. Guck mal, da steht Steffi im Laden. Ja, nimm sie alles mit. Auch Gmünd war von der Flutkatastrophe heftig betroffen und man sieht hier auch, dass das ein oder andere noch der Renovierung bedarf und nicht in Betrieb ist und viele wieder in neuem Glanz ihre Geschäfte nach mühsamer Aufbereitung, Aufbau, Sanierung, wie auch immer, wieder in Betrieb genommen haben. Hut ab für die Leute, die hier geholfen haben und die das Ganze durchstehen mussten. Da sieht man auch Schäden von der Flut. Wenn euch das, was ihr bis jetzt gesehen habt, gefällt, lasst uns ein Like da. Nehmt das Abo, damit ihr immer am Laufenden bei uns seid. Folgt uns auf Instagram. Da seid ihr auch immer am Ball mit dem, was wir sonst noch so machen. Und bleibt einfach dran, dann wisst ihr, ob wir noch trocken wieder zurückkommen. Oh, da klatscht einer, weil ich komme. Oh. Ja, ja, das die kennen ich, mich, die kennen meine Gesangskünste. Die kennen meine Gesangskünste. Ja, ja.
Lass die Leute in Ruhe essen. Beeindruckend hier die Netze gegen den, da ist das Steinschlag. Finger weg. Ich muss gucken, was du da ist. Gleiche, dass du auch hast. Nee. Sag mal, guck, ich hab nur eine Tasse Kaffee. Ja. Ja. Planänderung. Planänderung. Wir wollten ja in Gmünd Kaffee trinken. Gefühlte 10 Dönerbuden. Im Brauhaus gab es keinen Kuchen. Man sollte ein warmes Gericht verzehren. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Haben uns noch kurz den Stellplatz angeguckt. Ich revidiere, ob wir da hinfahren, weil du musst sonntags um 11 Uhr schon abreisen. Was für uns eigentlich kein Thema ist, weil wir den Sonntag immer noch komplett nutzen. So, jetzt stehen wir hier oben an der, wie heißt das? Urftal, Ausflugslokal Urftal-Sperre und essen unseren beliebten Apfelkuchen. Und zum Schluss unseres kleinen Videos in gewohnter Weise unser Fazit zu dem Stellplatz und der Umgebung. Der Stellplatz lässt nicht zu wünschen übrig, was Fähr- und Entsorgung anbelangt. Die Plätze sind ein bisschen schräg, also Keile einpacken. Und ansonsten nachts ist es ruhig. Es sei denn, es wird im Antoniushof eine Hochzeit gefeiert, dann hört man schon etwas Musik. Hatten wir jetzt das Glück, aber wenn man müde ist von der frischen Landluft hier, kann man trotzdem schlafen. Richtig. Sonntags ist es ein bisschen knubbelig, weil es ein beliebtes Ausflugsziel hier ist, der obligatorische Eifel-Hotspot. Aber um mit dem Rad zu fahren, sich einfach hier gemütlich hinzusetzen, hier auf dem Stellplatz bekommst du von dem Trubel, der unten im Ort herrscht, auch nicht viel mit. Es ist alles sehr beschaulich, überschaubar und wir sind tiefenentspannt, fahren jetzt völlig relaxed nach Hause und werden mit Sicherheit auch nochmal wiederkommen, oder? Richtig. Bleibst du zu Hause? Ich bleib nicht zu Hause. Also habe ich mal wieder Glück gehabt. Und dann ist wieder hin und her und hui und hart. Und jetzt machen wir an der Stelle einen Cut, sonst kommt wieder die Geschichte, nee, wir fahren nicht. Okay, das Gleiche werden wir vielleicht nächstes Wochenende haben, da soll es ja auch wieder wechselhaft werden, aber wer uns kennt, weiß, die fahren trotzdem. Richtig. Wir wünschen euch viel Spaß mit den nächsten Videos und schaut in unsere Playlist, da gibt es noch vieles zu entdecken, wo wir schon waren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.